Ska ist geil. Ska ist für mich Lifestyle, bedeutet mir wirklich viel. Das ist so der Sound, so ein bisschen fürs Leben auch. Ska ist für mich wie so eine Art Lebensgefühl. Dass irgendwie, egal woher Menschen kommen, einfach immer die gleichen Chancen haben und mit der Musik zusammenkommen und feiern können. Coole Mucke auf der Bühne. Spaß. Etwas, wo mit auch eine Lebenshaltung verbunden ist. Ich bin Fan, ja. Ich bin Fan von Ska, von der Kultur, von der Musik, von den Leuten, von der Echtheit. Mit irgendwelchen wildfremden Arm in Arm in der ersten Reihe zu schwufen, das ist einfach geil. Das gibt eigentlich nur noch, das gibt nur diese Musik her. Ska begleitet mich eigentlich schon mein Leben lang. Mein Papa hört das rauf und runter, war selber Mod der 80er. Das heißt, ich bin schon als Kleinkind eigentlich immer mit Ska in Berührung gekommen. Im Auto lief Ska. Etwas, womit man sich positioniert. Freiheit, man kann abschalten und es ist eine der wenigen Musikrichtungen, die so konkret definierbar ist und trotzdem so vielseitig ist, würde ich sagen. Ska ist für mich gute Laune-Mucke. Die wirklichen Root Boys, Root Girls, Skins, Leute, die einfach diese Kultur leben, uns da einfach auch so akzeptieren, wie wir sind. Und auch sehr schnell verstanden haben, dass wir halt nicht versuchen, irgendwas zu spielen, was wir nicht sind, sondern dass wir einfach uns dieser sehr geilen Musik und der Geschichte der Musik irgendwie bedienen, um die Leute zu unterhalten. Also Ska bedeutet mir schon was. Also nicht so viel wie meine Frau oder wie Ernie und Bert oder so, aber schon eine Menge. Das muss ich sagen, ja.